Ja, du, pass auf, ich bin mir relativ sicher, ich habe die E-Mail nicht bekommen, aber ich schaue nochmal nach. Moment. Nee, wirklich nicht. Nee, ich weiß nicht. Pass auf, ich rufe mal bei der IVV an, vielleicht können die mir weiterhelfen. Ich finde es jetzt einfach nicht. Alles klar, ciao. IVV Oberschelp, hallo? Das war gerade Armin Stein, der hat eine wichtige E-Mail nicht erhalten. Hast du meine Testmail gesendet? Habe ich gemacht und dir die E-Mail auch erhalten. Könnte das Problem vielleicht am Server liegen? Möchtest du mal nachschauen und ich gehe mal zur Kunden runter und schaue mir da das Problem an? Ja, ich muss gleich noch wegen einer anderen Sache in den Serverraum, dann schaue ich mir das gleich mit an. Okay, schön. Bis gleich. Das Problem einmal vor Ort ansehen? Ja, super, gerne. Oh, Christine, super, dass du kommen konntest. Tatsächlich, das ist echt eine wichtige E-Mail und ich glaube, die ist nicht angekommen. Vielleicht. Darf ich mal? Klar, bitte. Ich werde mal einmal nachgucken, ob der vielleicht im Junk-E-Mail einsortiert wurde. Ich sehe da gar keine E-Mail drin. Ich habe damals beim Girls' Day mitgemacht. Der wurde von unserer Realschule angeboten und da habe ich das erste Mal in so einen technischen Beruf hineingeschnuppert. Anschließend habe ich bei der gleichen Firma auch mein Praktikum gemacht. So bin ich halt an den Fachinformatiker Richtung Systemintegration gekommen. Besonders an der Ausbildung in der WWU gefällt mir halt die Vielfältigkeit der Aufgaben und der Kontakt mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern. Hier sind ja immer mehr Lehrstühle, die auch mal was ausprobieren, was man dann halt mittestet, was halt in anderen Firmen nicht so ist. Und du bist dir sicher, dass die E-Mail abgeschickt wurde? Ja, doch. Also ich habe vorhin mit ihm telefoniert auf jeden Fall. Also die muss weg sein. Alexander guckt gerade noch, ob die überhaupt am Server eingetroffen ist. Dann melden wir uns nochmal bei dir. Ja, super, danke. Ja, in erster Linie muss man, glaube ich, technikorientiert sein. Also ich habe mich privat schon immer für Rechner interessiert, dann noch meine Schulausbildung, sage ich mal, danach gestaltet und mich dann bei diversen Unternehmen beworben. Ich dachte mir, Fachinformatiker, Systemintegration, das könnte genau das Richtige sein. Und dann kam ich bei der Uni hier beim Vorstellungsgespräch an. Dann wurden wir auch einmal durch die Einrichtung geführt. Und das sieht dann natürlich eindrucksvoll aus. Also der Serverraum, der ist ja auf dem ersten Blick ziemlich eindrucksvoll. Und dann noch die ganzen Rechensysteme. Und dann dachte ich mir, hier könntest du es probieren. Und das hat ja doch glücklicherweise geklappt. Und darum bin ich froh, hier zu sein. Der Großteil der Arbeit ist Hallo. Supportarbeit. Und dann melden sich in erster Linie Mitarbeiter. Ja, Studenten eher genau. selten, also damit haben wir ja weniger zu tun. Auch wenn wir hier an der Universität sind. Und die haben dann in der Regel irgendwelche kleineren Probleme oder bringen Rechner vorbei, die installiert werden müssen. Wenn es mal ein schwierigeres Problem ist, wird natürlich mit den anderen Auszubildenden oder auch den Ausbildungsleitern sich abgesprochen, wie nun das Problem anzugehen ist. Also alle 2 Wochen haben wir eine Mitarbeiterbesprechung. Dort werden dann die Probleme, die aufgetreten sind, angegangen, gelöst, spezielle Vorfälle diskutiert. Dann haben wir auch noch Vorträge von Auszubildenden werden gehalten. In regelmäßigen Abständen. Und da wird dann ein Thema vorher ausgewählt und danach werden die anderen Auszubildenden darüber informiert. Und so bilden wir uns quasi intern fort. Also die Ausbildung läuft über 3 Jahre, wobei die Auszubildenden natürlich zur Schule gehen, um theoretischere Dinge zu lernen, das heißt ein bisschen Hintergrund, die Zusammenhänge. Hier bei uns arbeiten sie in erster Linie daran, ja, praktisch direkt mit Problemen umzugehen. Das heißt Learning by Doing, richtig Probleme zu lösen. Kannst du ein Problem im Serverraum feststellen? Nee, im Serverraum war alles wie immer. Ja, beim Kunden war auch kein Problem zu finden. Vielleicht liegt das Problem mal im Versender der Mail. Ich gebe einfach mal Bescheid, dass er vielleicht die E-Mail nochmal sendet. Ja. Gut, dass Sie da sind. Wer hat Zeit? Ich muss mich noch um ein E-Mail-Problem kümmern. Ich habe Zeit. Die anderen sind im Projektseminarraum und bauen da den neuen Rechner auf und bräuchten noch ein bisschen Hilfe. Wenn Sie da runtergehen könnten, wäre nett. Und ich gebe Ihnen eben noch ein Kabel mit. Alles klar. Once step at a time, don't be living on the line. I don't need a friend.
seit 10 Jahren ungefähr gibt es bei uns ja so das sogenannte IVV-Konzept. Und damit wurde seinerzeit die IV, die IT, dezentralisiert. Und das heißt also, dass jedes dieser Institute und Departments eigene Schwerpunkte in der Informationsverarbeitung hat. Und das ist natürlich etwas, was jetzt auf die Azubis in Anführungszeichen abstrahlt, weil nämlich die Inhalte natürlich dadurch festgelegt sind. Hallo, Hi. Ich habe mit Alexander gesprochen, der sagte, die E-Mail ist gar nicht am Server eingetroffen. Okay. Kann das sein, dass die falsche E-Mail-Adresse verwendet wurde? Kann sein, weiß ich nicht. Was soll ich jetzt machen? Du könntest ihm entweder die E-Mail-Adresse einmal am Telefon durchgeben, okay, oder ihm vielleicht einfach eine E-Mail schreiben, dass er nur noch antworten muss. Ja, kann ich machen. Okay, super. Meldest du dich, falls es noch Probleme gibt? Mache ich, danke. Okay, tschüss. Ciao. Der Fachinformatiker ist in erster Linie ein Problemlöser. Das heißt, es ist wichtig, dass er, egal was er schon versucht hat, immer noch eine zusätzliche Möglichkeit findet, wie kann ich das denn lösen, das Problem. Dass er immer wieder noch eine Idee zusätzlich hat.